Scheinbar bleibt es wirklich nur bei dem Glitche von dem Gebiet da oben, und damit können wir eigentlich leben. Also mit dem, was nicht mehr glitscht. Hey, super. Warum auch immer. So, wir moschen jetzt mal das, was hier so rumstreunt. Das sind nur ein paar Krieger. Und wir kriegen langsam das Gold zusammen für den letzten Squad. Den sollten wir dann auch gleich mal zusammensetzen. Nehmen wir einen Recken. So, Magierin. Noch weghauen. Oh, wir haben Dungeon-Stufe erreicht. So, was könnten wir machen mit 3 Punkten? Wir könnten mehr Minions noch rufen. Oh, ich habe Fallenmeister gar nicht gemacht. Oder wir könnten diese Jungs hier machen. Aber nö, ich würde sagen, wir machen volles Haus und bessere Fallen. Oder ich bewahre mir die 3 Punkte einfach auf und guck mal, was dabei rauskommt. So, jetzt gucken wir erst einmal, ob hier alles leer ist. Hier gab es nämlich noch einen Raum. Ich glaube, hier war aber nichts drin. Nein, hier ist nichts drin. Gut, dann holen wir uns die Kerze und verlassen das Gefängnis. In der Hoffnung, dass es nicht glitscht. Schicken die mal zum Training los. Das hier sieht wirklich nach einem guten Fallengang aus. Hier ist übrigens auch noch irgendwie ein Grafikbug. Naja. Kerze. Lass mal gucken, was ich dafür kriege. Here are your blasted candles, Beardface, and give me my reward. Candles? What candles? Oh, those smelly things. Nah, you keep them. I found some equally stinking smell sticks in my backpack. And here. This is yours. It has eat your name on it. Eat sleep slaughter, eat sleep slaughter. So, was kriege ich? Ganz ehrlich, was habe ich? Ich habe das letzte Mal schon nicht geblickt. Also bei der ersten Aufnahmesession nicht geblickt, was ich hier gekriegt habe. Eine Einheit habe ich nicht gekriegt. Ich habe auch kein Gold gekriegt diesmal. So, machen wir hier mal weiter. Gucken mal kurz, ob hier irgendwo noch was leuchtet. Ob ich irgendwo eine Truhe übersehen haben könnte. Nö, hier drin ist auch keine Truhe. Kann ich mich da reinporten? Ja, wahrscheinlich mit einem Gegner. Ja, mit einem Gegner. So. Nehmen wir die Wegknöpfen. Da ist nämlich noch eine Truhe. So, da sind wir bald durch mit dem Dungeon. So. Oben noch lang. Hier gibt es noch einen Raum mit einer Truhe und Gegnern drin. Oh, und auf der anderen Seite sind auch noch was passiert, ne? Holen wir mal Unterstützung. Finde ich eine gute Idee.
Bar kann mal hier die Truhe öffnen. Meine Trupps sehen alle gut aus. Ich sollte meine Trupps allerdings mal hierhin zurückschicken. Und was essen lassen. So, und Baal holt sich das letzte Teil. Ah, ich glaube wirklich, ich kann die Betrachter wählen. Also die Jungs hier, die Unterstützung. Alles andere habe ich. Einheiten ausrüsten. Oh. Ever heard of Brotox Mugger's Wondrous Skin Ointment Death Slayer? It's sold in a diluted variety on virtually every marketplace in the realm. Old crones use it to abolish wrinkles and sagging skin. Anyway, Brotox Mugger himself is a necromancer who lives here in Keftali, and I need you to go to his laboratory and fetch me a canister of the non-diluted salve. When it's done, I'll tell you why. Okay, wir sollen Körperlotion klauen gehen. Von irgendeinem Laden. Ach, schicke ich mal meine super Schlägertruppe los. Ach, das war gar nicht meine super Schlägertruppe. So, ihr geht was essen. Ach, jetzt geht ihr in den anderen Raum was essen. Okay, ich glaube, da unterstütze ich mal meine super Schlägertruppe. Indem ich den Nekromanten ein bisschen totblitze. Oh, und ich kann noch zwei fallen. Dumm, dumm, dumm. Und dann kommen hier zwei Fallen noch hin. Zwei so Teergruben zum Verlangsamen. Und ich habe meine 10 Fallen, mein 10 Fallen soll erfüllt. Und die Jungs sind auch ausgerüstet. Heroes are entering your dungeon. Gerade rechtzeitig, weil wieder Helden in den Dungeon eindringen. So. Zu Ort 4 ist noch unterwegs. Ah, wie sieht Squad 4 aus? Sieht okay aus, ist im Dungeon angekommen. Oh, you have the ointment? That's great. We can use one of our goblin friends to make this work. Do you remember what I said about creating a clone? You see, the plan is to skin Sheila Sourman, then dress one of our minions in her hide and apply the ointment to make it mold to the new body. Now, all we need is her actual skin. So start that pump, keep the water flowing, and I'm sure Frau Sourman will wash up real soon. So, jetzt muss ich leider einen meiner Imps opfern hier oben, um ihn hier neu zu erschaffen. Der soll nämlich hier die Pumpe bedienen. So. Excellent. The pump is working. Protect it from the necromancers for as long as it takes. So, jetzt muss ich 5 Minuten lang die Pumpe verteidigen. Und dann haben wir es geschafft. Und diesmal habe ich sogar überblickt. Das letzte Mal war das hier so verglitscht. Bei der letzten Aufnahmeversuch. Ich hätte einfach abbrechen sollen. Aber ja, ich hatte auch das Problem im Sound. Diesmal funktioniert das alles einwandfrei, worüber ich froh bin. So, neue Kobolde, neue Nekromanten. Alles zum Verprügeln. Ja, da glitscht es gerade schon wieder. Ja. Ja, jetzt fängt es wieder irgendwie an zu glitschen, habe ich gerade gemerkt. Aber zum Glück doch nicht so schlimm, wie zuerst angenommen. Hört ihr auf? Also geht das besser.
Genau das meinte ich. Ah. Okay, wenn ich in der Mitte des Raumes bleibe, geht das. Genau, wenn ich mich so bewege, dann sieht das Ganze irgendwie etwas komisch aus. Also es hält sich jetzt gerade noch so in Grenzen. Also ja, die Einheiten. Ja, der Boden verändert sich, je nachdem wie ich mich bewege. Ändert sich der Boden irgendwie ein bisschen. Und seht ihr, das meine ich. Das sieht irgendwie ein bisschen Science-Fiction-mäßig aus jetzt. Wenn ich so mache, passiert gar nichts. Da sieht alles auch über die Zoom-Kamera noch einigermaßen okay aus. Ja, okay, so kann man es, denke ich, mal lassen. Ja, hört ihr auf? Das ist unmöglich, das so mit anzusehen. Müssen wir es so mit ansehen. Jetzt auf die letzte Minute. Hoffe ich eigentlich einfach mal. Da wie ich es drehe und wende, das sieht komisch aus. Ja, seht ihr, wenn ich rauszoome, sieht alles okay aus in der Übersicht. Hier in meinem Dungeon sieht alles okay aus. Oh, jetzt hat sich's normalisiert wieder. Einigermaßen. Okay, ich versuche mal ganz nah ran zu zoomen, da ändert sich nicht wirklich was. Ich hatte so große Hoffnung, dass das normal läuft, aber ich weiß nicht, das liegt irgendwie an der Map. Naja, in 14 Sekunden haben wir es eh überstanden. Müsste eh gleich die verrückte Braut kommen, oder? Ja, irgendwo muss sie hier sein. Biester. Skelette, da ist sie. Ja, nicht ganz gut zu erkennen. Aber ist sie sowieso meistens nicht. Mit dem Gebusel sind wir nicht. Ja, so auch nicht. Ich gehe einfach mal weg von dir, hoffe, dass meine Mannequins das aushalten. Sogar Baal sieht ein bisschen verglitscht aus. Tötet ihr sie endlich mal oder werdet ihr gerade von mir getötet? Nein. Ihr habt sie getötet, sehr schön. What did I tell you, my faithless fiend friend? True, the charade won't hold for long, but long enough for us to establish our domain over this part of the continent. Then we can come back and install a new governor. Make no mistake, it was still a craptastic load of a plan. And look on the dark side. There is still some ointment in the jar. I'm about to meet my future wife. Now I can do so with skin as smooth as a clean-shaven baby peach.
Okay. Jetzt hat es die letzten paar Minuten den Grafikglitch gegeben. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht so schlimm. Hoffe ich wirklich. Ich kapiere das nicht. Die Mission, das Level ist irgendwie verbuggt gewesen. So, wir haben alles erfüllt. Die XP kriegen wir ja natürlich nicht nochmal, weil ich die Mission ja schon mal gemacht habe. Aber wir kriegen Runen. Für jeden getöteten Helden erhältst du 50 Mana. Nach Verzehr des Trankes, das haben wir schon. Verwundete Einheiten regenerieren alle 5 Sekunden 5 TP. Fallen kosten 20% weniger Materialien. Fallensteller erhöht die Maximalzahl aktiver Fallen um 5. Dämoneneinheiten erhalten 25% mehr Erfahrungspunkte. Okay, und da jetzt das ganze Ding irgendwie glitscht, mache ich jetzt erst einmal hier einen Cut und dann hoffen wir, dass die nächste Mission nicht mehr ganz so schlimm läuft. Also, bis gleich.